Versteckte Funktionen in Draw Teil 2 Farben auf Objekte. Öffnen Sie Draw und öffnen Sie die bestehende Arbeitsdatei drawobjekte.odg. Sie wenden nun Farben auf Objekte an, das heißt, Sie färben die Objekte ein. Klicken Sie in Folie 1 auf das Objekt Rotes Oval. Wenn Sie mit der linken Maustaste auf eine Farbe in der Farbpalette klicken, nimmt das Objekt die gewählte Farbe an. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Farbe in der Farbpalette klicken, nimmt die Linie des Objektes die gewählte Farbe an. Alternativ kann die Hintergrundfarbe und die Linienfarbe mittels Drag and Drop, also Klicken, Halten, Ziehen der Farbe aus der Farbpalette und Loslassen auf die Füllung oder die Linie gewählt werden. Die Hintergrundfarbe und die Linienfarbe können auch transparent gewählt werden. Klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung, um mehr zu erfahren.